Dragon Balls? Am Ende des Movies hat Gogeta in den Klarwalk-Animation! Ja! Nein! Was ist hier los? Wir haben einfach mal ein LF gezogen. Es ist Konotti oder? Believe it! Willkommen zu den heutigen Thumbs. Ihr seht schon im Thumbnail, worum es heute geht, um welchen Charakter es geht. Denn ich habe vor, die beiden Banner, die beiden Charaktere in jeweils ein Video zu packen. Ich denke, das ist fair. Und das ist auch, denke ich mal, sinnig aus meiner Warte raus. Und zum Anlass des heutigen Jubiläums gibt es extra Unterstützung und das passende Shirt. Believe it! So wie die englische Version von Naruto es immer zu sagen pflegte, Believe this. Sprachfehler sind da. Kann schon mal gut losgehen, denn es sind tatsächlich zwei Fusionen, neue Mechaniken in dem Game und wir beschäftigen heute mit einem davon. Und bevor wir uns damit beschäftigen, kleiner Ausflug in die Geschenke. Gehen wir gerade hier auf meinen Gameplay-Bildschirm und nehmen gerade mal das Geschenk an. Vielen Dank für tolle 6 Jahre, denn damit können wir jetzt hier schon vielleicht so ein paar nützliche Sachen mitnehmen, wie zum Beispiel hier Multiplikatoren, Energien und so weiter und so fort, die wir vielleicht nutzen können. Ihr seht, übersteigt schon eins. Hier zum Beispiel diese für die Side-Charaktere, die wir ziehen. Deswegen nicht jetzt öffnen, mache ich später. Wir wollen hier in die Beschwörungen hineingehen und für die Charaktere summen. Für wen ich jetzt genau summe, das habe ich lange überlegt. Gefühlt ein paar Minuten, um ehrlich zu sein, weil ich hatte eben das Reaction-Video aufgenommen und jetzt geht's in die Summons rein. Es ist eigentlich nur geil, wenn wir jetzt hier in dieses Banner reingehen, erstmal hier in als Ehrung dafür, was wir zum ersten Jubiläum hatten, und das war auch ein Vegeto, der unter anderem jetzt auch auf 7 Sterne rot Lebensenergie bufft, so ähnlich wie der hier. Dann dachte ich mir wiederum, nein, es ist vielleicht, auch wenn er den Rising Rush eine gute Mechanik hat, der das so ein bisschen aushebelt, wäre das vielleicht besser, wenn wir auf diesen Boy gehen, da wir einige Charaktere haben, wie den Gohan, wir haben die Uigokus, dass der einfach mal deren Mechanik ignoriert, die Regeln des Spiels aushebelt. Und da dachte ich mir, beginne ich doch einfach mal bei Gogeta. Das ist das, was ich mir jetzt vorgenommen hatte. Es ist egal, bei wem ich eigentlich anfange. Ich gehe in beide Banner rein. Ihr seht, ich habe oben 31.001 CC und die wollen ausgegeben werden. In der Hoffnung, dass ich nicht alles... Ich halte den Mund, ich rede erst gar nicht davon. Verteilungsrate, wir sind hier mit 211 Sparky-Charakteren drinne. Charakterliste. Jetzt sieht aber verfolgt aus. Wir haben einen gelben Charakter hier mit 0,5%, welcher unseren neuen LF darstellt. Und wenn wir hier runter scrollen, haben wir hier einige. Hier, Zenkai Broly. Zenkai-Charakter am Stissel. Auch wichtig. Wir haben den Side-Character Broly hier, 1%iger Charakter. Und wenn wir hier runter scrollen, ich weiß gar nicht, wenn wir jetzt hier bei den Extreme-Charakteren sind, gab es neue? Lass mir mal gerade gucken. Gab es neue Extreme-Charaktere? Nope, gab es nicht. Aber dafür einige alte, die für manche Modi wie Tournament of Power ganz gut sind. Deswegen wollen wir das erste Video hier starten, indem wir für Vegeta, wollte ich schon sagen, nee, Gogeta reingehen. Und deswegen haben wir jetzt hier auch die Möglichkeit, in mehreren Steps für den vorzugehen. Wir haben einmal Schritt 1 mit 300 CC, dann haben wir Schritt 2 mit 500, 700, 1000, 1000 gratis. Geil. Und dann haben wir natürlich auch unsere Medaillen, wodurch wir hier in der Lage sind, auch ein Pity zu bekommen. Und naja, ich will nicht sagen, ich sag's mir, Pity, bitte nein. Aber mir fällt gerade ein, bevor wir hier reingehen, lass mich eine Sache noch gerade machen. Ich habe gerade nämlich noch die ganzen Daten runtergeladen, damit wir nicht diesen Ladebildschirm bekommen, der ja auch sonst immer ein bisschen was verraten könnte. Und um das zu umgehen, habe ich einfach mal alle Sachen im Hintergrund runtergeladen, dass wir uns nicht überraschen lassen können. Und zudem muss ich noch dran denken, wo haben wir ihn? Hier. Der Skip-Button, Verdeckungs-Button, aka Batman, wie geht das Shirt, sorgt dafür, dass wir den Skip-Button nicht sehen, dass wir nicht gespoilert werden. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch viel Glück, wünsche mir bitte auch viel Glück. Ich will nicht zu deep reingehen, bitte nicht. Nein. Ich hatte letztes Jahr mit der Tag Unit Goku Freezer sehr viel Glück gehabt. Und war es letztes Jahr? I don't know. War letztes Jahr, glaube ich schon. Deswegen drücke ich euch die Daumen, ihr drückt mir die Daumen, schreibt in die Kommentare, was ihr gezogen habt, für wie viel CC ihr da reingegangen sind, welches Banner auch vor allem. Ich beginne jetzt hier mit Gogeta, erster Step, 300er. Let's fetz, meine Freunde. Wir wollen hier reingehen und was sehen. Ist der 300er. 300 auf jeden Fall. Ich muss euch aber nicht sagen, dass ihr auf jeden Fall in die Banner reingehen solltet mit euren CC. Okay, Sparking. Sparking auf jeden Fall.
Weil die Charaktere mit ihren Mechaniken echt nicht nur optisch geil sind, mit der Fusion zum Beispiel. Tals. Mit der Fusion zum Beispiel, sondern auch mit deren Fähigkeiten. Also, dass ihr einfach mal Rising Rush kontern könnt. Im Rising Rush, beziehungsweise nicht kontern, Entschuldigung. Ihr macht, geht nicht nur in den Draw, in den Unentschieden rein, sondern auch in... Ja, ihr ignoriert einfach, wenn der Gegner euch errät, dann scheißegal, go for it. Bei Vegetos ist es zumindest so. Hier bei Gogeta ist es der Fall, dass wir dann einfach mal Gohans Konter ignorieren, was der mit seiner einzigartigen Leiste durchführen könnte. Oder halt die Ui Gokus. Und deswegen, denke ich mal, hat man ein bisschen mehr... Oh, wow, komm ja, mehr. Hat man ein bisschen mehr davon, wenn wir jetzt hier in dieses Banner zuerst reingehen. Um uns an diesem Boy hier zu versuchen. Und vor allem haben die auch nicht den Nachteil, dass wenn es gegen C17 geht, dass sie mit ihren blauen Karten aufgesogen werden können. Denn Goku und Vegeta, die Vegeto-Version, die haben blaue Karten, die absorbiert werden können. Deswegen ist das hier, denke ich mal, ein bisschen idealer. Roter Himmel, ne? Schon mal besser als bisher der Grüne. Ah. Ich weiß gar nicht. Wer jetzt alles hier... Neuer Charakter. Es sind nur zwei, ne? Zwei neue Charaktere. Heißt, Featured-Charakter wäre schon mal gut, mit Jinju Jun eine Animation zu haben. Und wenn Bardock oder Trunks kommen sollte, dann stehen die Chancen wie immer ganz gut, dass man entweder den Side-Charakter hat oder den LF. Und auf Ersteres wollen wir natürlich nicht hoffen. Sondern... Oh, Fake-Out. Sondern, dass natürlich der LF kommt. Einer reicht erstmal aus. Ich bin mit einem zufrieden. Extreme oder höher. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht aber auch nicht. Wir werden es sehen. Puh, ich muss erstmal einen Schluck trinken. Weil, wie gesagt, dieses Reveals and Stuff, ich habe es spät aufgenommen. Aber ich habe es dann noch geschafft. Versprochen hatte ich euch eigentlich den Montag. Was sind das für Animationen? Habe ich euch am Montag, aber ich kann es noch schaffen. Und deswegen... Nach dem Reveals and Stuff kommt jetzt hier direkt die Summons. Geil. Aber was nicht kommt, sind gute Animationen. Deswegen betet mal für mich, so wie ich für euch bete. Wir kriegen jetzt hier nur Extreme-Charaktere. Ich mach mal die Flasche zu für den Fall, dass hier irgendwas Spontanes passiert. Ich habe so meine Befürchtung, dass ich hier alles verschütte. Come on, Extreme oder höher. Das oder. Ich hoffe auf das oder. Ach. Okay, zwei relativ neue Extreme Units, die fürs TOP ganz gut geeignet sind, aber das war's auch schon. Okay, alright. Kein Bardock, kein Trunks, aber Sparking. Okay, nichts Besonderes. Gucken wir einfach mal hier durch. Auf ganz entspannte Rino. Broly, Extreme Broly. Ein Sparking garantiert, come on. Aufgrund der Animation ein Sparking garantiert. Wer darf es sein? Wer will? Wer hat noch nicht? Der falsche Gogeta. Schade. Ein Durchlauf schon vorbei. Gratis-Step. Holy shit. Wir haben... Oh mein Gott. Wir haben schon 4k ausgegeben. Einfach so. Ich habe gerade mal geblinzelt gefühlt und schon 4k weg. Gerade... Da war kein Tau bei Jinju Jun irgendwas. Jacko. Okay. Green Sky und die Blue-Animation. Ha! Nein, sag das doch nicht. Verlier doch einfach. Zwei. Ich sag vier, ne? Ja, zwei auf jeden Fall, garantiert. Zwei Sparkings. Wer darf es sein? Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Bitte komm schon rein. Komm, Tapion. Okay. Movie-Charakter. Tapion, älterer Charakter. Ich will den neuen haben. Ich will den LF haben. Gib mir aus dem Gratis-Multi.
Faito, on. Komm schon. Warum kommst du nicht in die Animation? Wegen dir muss ich jetzt hier in die zweite Runde gehen. Wäre ich auch sowieso gegangen, aber... Ne? Muss ich jetzt hier nicht extra betonen eigentlich. Och, komm schon. Green Sky. Warum kommt der Green Sky? Ausschließlich. Auch wenn jetzt hier... Double Raid, ne? Es ist ein Double Raid aktuell aktiv. Das heißt... Verdammt. Bulma. Also Double Raids heißt ja eigentlich, dass wir höhere Chancen haben. Und das merken wir auch. Also es wird gefühlt in jedem Banner war doch jetzt eigentlich jemand dabei gewesen. Also ein Sparking-Charakter dabei gewesen. Von daher... Schon mal okay. Aber... Space Jacko! Oh mein Gott. Nein! Vegeta, warum? Warum zeigt der sich denn? Ja, komm, wir können direkt mal skippen. Jumper, okay. Warum kommt der denn um die Ecke? Nein! Nein, Vegeta, warum? Bitte nicht! Wir haben einfach mal ein LF gezogen. Es ist verdammt nochmal Evo Vegeta. Ich glaube, den habe ich schon auf 7 Sterne rot. Ja. Was? Vegeta kommt in die Ecke, sagt, halt, stopp! Jetzt ziehe ich mich. Aber nur ihn und ohne Goku. Ich will ihn mit Goku haben. Dann bin ich zufrieden. Okay. Tao Bai Bai heißt nichts. Alles gut. Wenn Goku verliert. Wenn Vegeta kommt, Broly am besten wäre noch geiler. Und zu dem Kamehameha kommt noch das H. Kein Broly. Ja, Goku. Er hat noch nie verloren, habe ich das Gefühl. Ich glaube es schon mal gesehen zu haben. Aber ich kann mich nicht erinnern. Das ist eine Legende, dass es sowas passiert, dass Goku verliert. Das ist der alte Broly, der Grüne. Wollen wir nicht. Ist noch mehr. Oh, Fake Out! Oh, Kamino! Oh. Aloha! Alter, komm, believe it! Wir wollen den! Wir wollen den! Wir kriegen den auch! Den Gogeta. Besser gesagt, zunächst einmal Goku Vegeta. Deswegen. Sind die nächsten 1000 CC dafür da, dass wir den jetzt ziehen? Hier oder im Gratis-Step? Ich predikte es. Dragon Balls? The Dreams? Auch am Ende des Movies hat Gogeta in Game... Bardock-Animation! Ja! Bitte! Bardock! Wie lange habe ich den nicht mehr gesehen? Dass der noch existiert! Komm schon! Komm schon! Believe it! Der LF. Niemand anderes. Es muss der LF sein. Believe it! Konoha! Stärkt mir den Rücken! Bitte lass mich gleich so lachen. Aus einem guten Anlass, bitte. Nein! Hehehe, Side-Character. Verdammt. War aber... Guldo. Suchst du Stress? Hehehe, oh. Ja, Guldo hat gelacht, weil er wusste, wir ziehen einfach mal den Side-Character Broly. Ist schon wild. Fury, Broly oder auch Broly Zorn.
Einige Charaktere haben wir schon von dieser Sorte, aber er könnte Potenzial haben, hoffe ich mal. Ich will es hoffen, tatsächlich. Jetzt okay, gratis. Es geht wieder los mit Green Sky. I love it. Da kam gerade Bardock. Ich hatte gehofft. Oh. Genki-Dama. In Freezers Gesicht. Ike. Mina. Come on. No. Nicht wegen dir, aber wegen dir. Nein! Nicht wegen euch, sondern wegen dir. Nicht. Verdammt. Damn it. Wir sind mittlerweile bei, not gonna lie, 24.000k. Wir haben jetzt 7 ausgegeben fast. Ein bisschen weniger, aber trotzdem. 7k, ein Side-Character ist es bisher gewesen. Wir geben nicht auf. Wenn ich das sehe, will man innerlich aufgeben. Denn hier bei dieser Animation kann man auch einfach mal skippen. Oder allgemein, komm, skippen. Skip. Ja. Weiter zu 700. Wir sind jetzt bei 3000, hast du nicht gesehen. CC. Oh. 20%ige Chance auf den Sparking. Bisher waren wir ein Evo gezogen. Und einmal den neuen Side-Character. Okay. Freezer, ja. Cell Junior. Huh. Extreme oder höher? 1060. Und bitte. Animation. Kein Vegeta bisher. Niemand, der Kakarot zurückhält. Tao bei Bai haben wir vorbeifliegen sehen. Into Super Saiyajin. Into No Broly. Wir verlieren. Into Lose. Into Dreifachen. Uiuiui. So viele Wendungen, so viele Hints, dass wir gar nicht mehr wissen, wohin mit uns. Unser Nein! Verschon mich! Slug! Du verdammte Schnecke. Was ist hier los? Ja! Believe it! Unter 10k! Geil! Side-Character und den LF! Konoha it is! Nice! Geil! Ich wollte schon auf Enter tippen. Warum auf Enter? Das Handy ist hier. Letzte Charakter des Banners. Des... Oh mein Gott. Des Multis. Believe it! Ha! Sü! Alter, und wir haben den Durchlauf noch nicht zu Ende. Wir haben jetzt übrigens, kleiner Zwischenstand, 22.000. Wir gehen auf 21.000 runter, indem wir jetzt in den nächsten reingehen. Können den Skip-Button, Verdeckungs-Button auch ausschalten. Und uns, Jacko.
Jaco. Oh! Blue-Animation! Sauber die Hände reichen! Für einen weiteren Charakter, beziehungsweise zwei Sparking-Charaktere. Mehrzahl. Das geben wir uns noch. Mina. Jetzt? Nein. Und jetzt aber. Gohan. Yes, komm schon. Drei LFs einfach mal in diesem Video. Giau, wow. Keine Ahnung, was ich jetzt sagen wollte. Dieses Giau, wie das zustande gekommen ist. Wir haben einfach Bardock gezogen. Bardock, I love him. Und jetzt der letzte Multi. Freunde, machen wir zu einem Group-Multi. Ich zähle gleich runter. Ich bedanke mich schon mal, dass ihr dabei gewesen seid. Ich würde nämlich nach diesem Durchlauf hier das Ganze erstmal beenden. Weil einmal reicht es. Einmal reicht es mir. Danach Multiplikatoren. Hier bam, ein paar Sums mal off-cam. Kann man es auf jeden Fall mal machen. Die Animationen sind bei mir schon mal schlecht. Oh, Vegeta, zur Seite. Zur Seite, Kakarot. Ich gebe ihm den Faustschlag in die Magengrube. Drehen einmal 10.000 Mal im Kreis. Und Big Bang Attack in seinem Gesicht. Entschuldigung, kein Group-Sum. Aber hey, wir sind nicht live, sondern wir sind hier in dem YouTube-Video. Von daher, meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Und schreibt mir in die Kommentare, wen ihr gezogen habt. Ob ihr die beiden gezogen habt. Einen von denen oder gar keinen. Wenn ja, wenn das Letztere der Fall ist. Mein Beileid. Mein Beileid, echt jetzt. Ich hoffe, ihr zieht die Charaktere, die ihr ziehen wollt. So wie ich es jetzt auch gerade tue. Oder eben getan habe. Und dann seid ihr einfach nur glücklich. Könnt im PvP-Geschehen teilnehmen. Ohne dass euch die Leute abfacken. Weil ihr die Charaktere selber gezogen habt, die Leute abfacken. Deswegen hier, der letzte Multi für diesen Durchlauf. Aber halt, ganz vergessen, einmal zurück. Wie viele Medaillen haben wir? Wir haben 13 an der Zahl. Tauschbörse open. Und wir sehen, wir haben 5. Wir brauchen noch einen Multi, um die Medaillen zu bekommen. Und das machen wir auch gerade mal. Es gibt übrigens Tickets. Es gibt Tickets, die ihr einlösen könnt. Da könnt ihr auch nochmal in das Banner reingehen. Ich skippe mal gerade hier durch. Und wir haben Bardos. Und da könnt ihr euch dann für einen Banner entscheiden. Ich zeige es euch gerade mal. Nachdem ich unsere hier gekauft habe, Tauschbörse. Ich gehe nicht auf den Pity. Ich sammle hier die Tickets noch. Beziehungsweise gebe die auch einfach aus. Weil ich gehe jetzt nicht so deep rein, dass ich noch auf den Pity gehe. Deswegen hier 14 einmal von denen. Oder ich nehme LF-Multiplikatoren. Okay, Freunde. Deal. Anderer Deal. Ich beende den Multi hier. Gehe mal gerade bei Tickets rein und zeige euch hier. Ihr habt zwei Tickets, einmal für dieses Banner, einmal für dieses Banner, wo ihr reingehen könnt. Das habt ihr bekommen von den von Toshi und Yuta. Sorry, echt jetzt für den Namen. Aber hier, denkt daran, ihr habt die Tickets, ihr könnt Free-to-Play einfach mal die Charaktere ziehen, wenn ihr Glück habt. Aber ich vermute mal eher weniger, aber trotzdem. Wünsche ich euch Glück, ich beende das Video einfach mal. Es darf nicht lang genug werden, ich habe noch ein weiteres Video aufzunehmen. Ich habe noch 20 KCC und die will ich nutzen, um den Boy hier zu ziehen. Deswegen wünscht mir Glück, ich wünsche euch Glück und wir sehen und hören uns im nächsten Video wieder. Also macht's gut, haut rein, bis dahin und ciao.